Sonderzug der TAI auf dem Weg nach Kastrop-Rauxel Hauptbahnhof. Wir davon auch mit nachgekommen, was uns hier wegen der Gamescom vorsehen scheint. Das ist hier der Flugstufe. Und das sind der monatierte Wagen. Alles von der Seite war. Da kann man zum Beispiel das Fenster öffnen und der fährt durch bis nach Friedrich Hauptbahnhof selbst. Hier hin. Sehr, sehr schöne Sitze. Wahrscheinlich am LSBO, wo die mit LSBO fahren. Aber der kommt einfach nicht. Der hat schon über 20 Minuten Verspätung aus Richtung Osnabrück kommen. Da der ist bei einer sehr, sehr wichtigen Linie zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, Bremen und sogar Hamburg ist. Wenn ihr nur noch Tickets geht, dann noch bis nächste Woche, Mittwoch meine ich, und bis Sonntag August, dann ist es leider Ende mit dem nur noch Ticket. Leider finde ich so. Ich bin geteilter Meinung. Erst finde ich sehr schade, dass eine günstige Möglichkeit wegfällt, aber zweitens bin ich darüber auch sehr froh, dass Züge ein bisschen leerer werden und nicht so chaotisch, rappelvoll, wie man das zum Beispiel auf LSU, LA1, LA5, da war wirklich rappelvoll und das bereits hier in Düsseldorf. Das ist immer so rappelvoll. L3 sind doch schon zwei L3 bei der Eurobahn. Weil die Mathe geht sogar verstärkt werden auf den ersten Händen.
Ich kann das wirklich gar nicht gut nachvollziehen. Ich meine, bei diesen Zügen und auch bei den modernen Zügen, die alle also,
Nein, das ist ein Flug. Wenn ich komme, dann ist es auch ein Elfo. Boah, ich erwarte voll. Das war's auch schon. Das ist nicht ein Minus.